Hallo und guten Abend. Mein Name ist Bianca Dietz und ich freue mich, Sie heute hier im Namen der Petra Kelly Stiftung und dem Amerikahaus München begrüßen zu dürfen. Wir blicken heute Abend auf linke Bewegungen in den USA. Der Journalist und Autor Lukas Hermsmeyer hat in seinem Buch Uprising, Amerikas neue Linke, verschiedene linke Bewegungen skizziert und aufgezeigt, dass gerade dort sehr viele postkapitalistische Alternativen wachsen und die Vereinigten Staaten durchaus ein Ort linker Inspiration sein können. Durch den Abend führt uns heute die Journalistin und Autorin Annika Brockschmidt. Auch ihr journalistischer Fokus liegt auf den USA, insbesondere auf der rechten Szene. Annika Brockschmidt hat vergangenes Jahr ihr Buch Amerikas Gotteskrieger veröffentlicht. Beide beobachten die politische Situation in den Vereinigten Staaten ganz genau. Entsprechend wird es heute natürlich auch um die bevorstehenden Midterm-Elections, die aktuelle politische Situation in den USA und Lukas' Reise nach Ohio gehen. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie diese gerne via Slido stellen. Der Link ist dann im Chat. Da müssen Sie sich nicht anmelden, nichts herunterladen, da können Sie Ihre Fragen anonym stellen. Jetzt übergebe ich das Wort an Annika Brockschmidt und wünsche uns allen eine spannende Veranstaltung. Ja, vielen Dank für diese Vorstellung. Herzlich willkommen zur heutigen Lesung. Ich darf Ihnen heute Lukas Hermsmeyer vorstellen. Er ist, wie gesagt, Journalist und Autor, lebt in New York und schreibt unter anderem für Zeit Online, die Taz, die Wochenzeitung und auch die New York Times. Und wir sind heute alle hier, um mit ihm über sein Buch Uprising, Amerikas neue Linke zu sprechen. Da geht es um Koalitionen und Allianzen, die sich im progressiven Lager in den letzten Jahren und Jahrzehnten in den USA gebildet haben, um neue Ideen, aber auch um fortgeführte Traditionslinien. Und wie ja schon eben erwähnt, die Midterm-Wahlen stehen an. Es ist nicht mehr lange hin bis zum 8. November und Lukas ist gerade von einem Recherchetrip zurückgekommen. Gestern haben wir noch telefoniert, als du noch die richtige Highway-Abfahrt gesucht hast. Ich sehe, du hast sie hoffentlich gefunden und bist gut angekommen. Und du warst in Ohio und Nevada, glaube ich. Erzähl uns doch einfach mal, wen hast du dort getroffen und wie hast du dort die Stimmung an der Basis so erlebt? Ja, erstmal hi und vielen Dank, Annika, auch an das Amerika-Haus und die Petra Kelly Stiftung natürlich. Ohio, genau, und Nevada, zwei Bundesstaaten, die ich mir ausgesucht habe, weil sie einerseits sehr verschiedene politische Konstellationen haben. Also Nevada wird im Südwesten des Landes wird von Demokraten mehrheitlich bestimmt, hat auch eine ganz andere demografische Zusammensetzung. Ohio sozusagen in der Mitte des Landes, fast alle Posten in der Hand der Republikaner, ganz andere irgendwie Themen, zum Teil auch gleiche Themen. Und was mich aber jeweils interessiert hat, unter anderem ist, wie die verschiedenen politischen Kräfte dort Wahlkampf machen. Also mit welchen Themen, mit welcher Rhetorik, mit welchen Erzählungen und wie sich die Demokratische Partei dort sozusagen darstellt, wie sie versucht, die Wählerinnen zu überzeugen. Und wenn ich so eine Gemeinsamkeit, die jetzt auch nicht neu ist völlig, aber wenn ich eine Gemeinsamkeit herausstellen müsste, dann ist es immer, ist es dieses eklatante Fehlen der Demokratischen Partei auf lokaler Ebene. Also im Grunde trifft man ganz selten jemanden, der für die im Auftrag der Demokratischen Partei Wahlkampf macht. Das sind fast alles außerparlamentarische Gruppen und Initiativen, und zum Teil viele linke Gruppen, die überhaupt nicht von Democrats überzeugt sind, die das also aus fast pragmatischen Gründen machen, denen viel daran liegt, dass keine rechtsradikale Partei an die Macht kommt oder die Macht verteidigt. Insofern ist das dann immer wieder so doch sehr auffällig, dass diese Partei kaum eine Basis hat oder kaum Leute hat, die sich mit ihr identifizieren können. So. Und dementsprechend ist es natürlich schwierig für linke AktivistInnen Wahlkampf zu machen oder es auf jeden Fall herausfordernd, wenn man gar nicht so sehr hinter dem steht, was die demokratischen Kandidaten zum Teil verkörpern. Also das ist so, wurde nochmal ganz deutlich in diesen beiden Staaten. Und haben die einzelnen AktivistInnen, mit denen du gesprochen hast, haben die dir quasi mal so ein Beispiel gegeben? So, was ist so der Elevator-Talk, den sie, wenn sie denn dann Wahlkampf machen für die Demokraten, quasi aus reinem Pragmatismus, weil es quasi keine andere Option gibt,
Wie macht man Wahlkampf, wenn man die Partei eigentlich, naja, bestenfalls so lala findet und schlimmstenfalls eigentlich gar nicht so doll? Also mit welchen Themen versuchen die lokal dann Leute zu erreichen? Ich glaube, erstmal mit Ehrlichkeit, indem man das herausstellt, ne? Dass man nicht so tut, als wäre man für etwas, würde man für etwas brennen, für das man nicht brennt. Ich glaube, kann man schwer auch verkaufen, ja? Das merkt man den Leuten ja dann an. Und es ist sehr unterschiedlich. Also ein Thema, was, egal ob jetzt in Las Vegas oder in Nelsonville, Ohio, die Leute bewegt, sind die Lebenshaltungskosten. Und da reden beide Parteien natürlich drüber. Haben, finde ich, keine wirklich überzeugenden Mittel irgendwie oder bislang auch keine Hilfspakete jetzt in den letzten Monaten da auf den Weg gebracht, die wirklich dieses Problem lösen. Und dann sind die Probleme wieder ganz unterschiedlich. Also in Ohio ist das Erste, was die Leute an der Tür sagen, Drugs. Das ist das Problem. Und natürlich manchmal so in so einem, mit so einer repressiven Mentalität, also die Drug Addicts müssen weggesperrt werden. Wenn man mit solchen Leuten dann länger redet, löst sich das mindestens zu Teilen ganz oft auf. Also dann findet man selbst in der Familie dann Menschen, die abhängig waren oder sind. Dann wird irgendwie herausgestellt, dass Gefängnisse dafür ja doch nicht so nützlich sind. Aber Drogen und die fehlende Infrastruktur sind dann in Ohio das dringende Problem. Also und im Zweifel, fällt mir auch immer wieder auf, sind so ganz lokal verwurzelte Gruppen, gehen auf das Lokale ein und reden gar nicht so viel über die großen Debatten, die dann vielleicht bei CNN oder Fox News abends stattfinden, sondern gehen auf das ein, was die Leute ganz konkret Lebensverhältnisse betrifft. Und ich glaube, so das ist das Zusammenspiel, irgendwie ganz auf das eingehen, was passiert und das dann in Verbindung bringen mit dem, was die beiden Kandidaten, also in Ohio ist es so, dass J.D. Vance, eine Figur, über die wir vielleicht später nochmal reden können, weil sie so auf vielen Ebenen interessant ist, gruselig interessant, und Tim Ryan haben bestimmte ganz ähnliche Erzählungen. Also die Grenze muss stärker werden, damit die Drogen nicht nach Ohio kommen. Das erzählen die anders, das eine ist noch viel rassistisch geladener, ja, aber im Grunde ist es die gleiche Erzählung. Und was soll man da als linke Aktivist, Aktivistin zu sagen? Also, dass die Grenze stärker werden muss, damit die Leute nicht drogenabhängig werden. Also so. Insofern, ich glaube, dass, wenn man das den Leuten klar erklärt, dass der eine im Zweifel, dass die Lösungen der Republikanischen Partei noch repressiver, restriktiver sind und insofern es besser ist, wenn man die Demokratische Partei als Gegner hat, das ist eine Ehrlichkeit, glaube ich, die im Zweifel zieht. Wenn wir jetzt mal kurz beim Beispiel Ohio bleiben, also das klingt ja, als wäre die Beziehung zwischen denjenigen, die auf lokaler Ebene dann tatsächlich den Tür-zu-Tür-Wahlkampf machen, also ortsansässigen linken Gruppierungen und der Demokratischen Partei, ja, vielleicht bestenfalls ein Zweckbündnis, schlimmstenfalls irgendwie angespannt. Wie ist da das Verhältnis? Sieht man da irgendwas von demokratischer Seite, dass es Bemühungen gibt, lokale Strukturen zu stärken, oder ist das eher was da noch gar nicht auf dem Schirm ist? Ich glaube, eines der großen Probleme ist, dass viele Leute diese Partei alle paar Jahre wahrnehmen, wenn Wahlkampf ansteht und Mobilisierung wichtig ist und man auf einmal Flyer an der Tür sieht und mehr Werbung im Fernsehen und in der Öffentlichkeit sieht, aber sofort nach dem Wahlkampf sich das in diese Sichtbarkeit auch wieder weggeht und die Leute eben nicht vor Ort sind. Also eine Gruppe, die ich zum Beispiel in Nelsonville dann begleitet habe, eine Aktivistin ganz zentral, die sagt, die hat, als sie im vergangenen Jahr ihre Organisation gegründet hat, und wir reden über ein Dorf von 5000 Leuten, ländliches Ohio, Trump hat mehrheitlich gewonnen, also wirklich Bedingungen, die kompliziert sind, ne, für progressive Politik. Und die sagt, das Erste, was sie gemacht hat, ist eine Listening-Tour gestartet. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen fast, keine Ahnung, NGO-haft oder technokratisch, wir hören zu, aber es ist ein ganz anderes Zuhören, ein ganz aktives, offenes, politisches Zuhören, und daraus werden dann konkrete Forderungen, und das spricht dann schon so viel oder sagt schon so viel darüber aus, was die Demokratische Partei eben nicht macht. Ne? Also sie geht nicht, sie ist nie da, nur alle 4 Jahre sozusagen an die magische Demokratie appelliert, und das funktioniert nicht. Insofern ist es ganz oft, gibt es so einen Wunsch, erstmal nach ernst genommen werden, als politische Subjekte ernst genommen werden. In deinem Buch ist ja viel davon die Rede, dass das sogenannte Organizing auf lokaler Ebene so
wichtig ist, gerade für linke Gruppen. Magst du vielleicht für Leute, die jetzt vielleicht das Buch noch nicht gelesen haben oder sich nicht so sehr mit der politischen Landschaft auskennen, mal kurz erklären, was ist damit eigentlich gemeint mit diesem Organizing? Gerne. Ja, also das ist einerseits schwierig zu definieren, weil es auch so unterschiedlich gefüllt wird. Ne? Die Leute meinen dann natürlich was anderes. Und dann über den letzten Jahr ist auch der Begriff zu so einem Buzzword geworden, mit dem man fast vorsichtig umgehen muss, weil er so übermäßig benutzt wird. Aber eigentlich geht es erstmal darum, um das, was ich schon eben versucht habe, so zu skizzieren, dass man Leute die Möglichkeiten gibt, Politik selbst zu gestalten. Also dass man Politik von unten betrachtet, dass man Werkzeuge entwickelt und Werkzeuge weitergibt, die politische Selbstbestimmung ermöglichen. Also das ist dann, mal geht es die Petition für eine staatliche Krankenversicherung, mal geht es um den Abbau eines Gefängnisses oder das Schließen eines Gefängnisses, mal geht es um Mieten, Rent Control, Mieten, wie sagt man? Na? Mietdeckelung. Mietdeckelung, genau so. Und also die Inhalte sind ganz unterschiedlich. Organizing hat ja auch zum Beispiel eine Rolle gespielt in Berlin bei Deutsche Wohnen enteignen. Also dass diese Initiative erfolgreich war, jetzt erstmal im Ergebnis, lag darin, dass die Leute durch die Stadt gezogen sind, durch die einzelnen Viertel über Monate und, ich glaube, Jahre. Und dass sie den Menschen vermittelt haben, dass es jetzt hier kein, also Politik ist keine Einbahnstraße, es geht um gemeinschaftliches Projekt. Und das meint Organizing. Und im Zweifel ist es immer noch das, was die ganzen, was die Gruppen, über die ich auch in meinem Buch schreibe, als zentrales Element ihrer Arbeit betrachten, dass man eben Politik sehr horizontal, sehr direkt versteht und nicht politische Entscheidungen im Grunde auslagert an den besseren Präsidenten oder den besseren Senator. Wir haben jetzt schon viel gehört von Unzufriedenheit, von vor allem von progressiven, von linken Gruppen auf lokaler Ebene mit der Demokratischen Partei. Vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht, deren Job es jetzt nicht unbedingt ist, so wie für uns beide, täglich durch die Nachrichten zu wühlen. Ich glaube, gerade in der deutschen Berichterstattung wirkt es oft so, na, die Republikaner, die sind halt rechts und die Demokraten, die sind halt links. Aber das, was du jetzt erzählst, das legt ja eher den Gedanken nahe, dass man das hinterfragen sollte, also diese Darstellung. Lukas, sind die Demokraten eine linke Partei? Nein, überhaupt nicht. Sie sind natürlich eine Partei, die sehr in der Mitte verhaftet ist, mit Ausläufern. Also es gibt sehr, es gibt rechte Demokraten und es gibt ein paar wenige linke Demokraten, die in den letzten 10 Jahren mehr, von denen es jetzt mittlerweile mehr gibt. Bernie Sanders tritt ja dann auch unter dem Umbrella-Term sozusagen Demokraten an. AOC gibt es und so weiter. Die Frage, wie man von links mit dieser Partei umgeht, ist eine der zentralen Fragen und darauf gibt es im Grunde auch nicht die eine Antwort. Ne? Also die Gruppen und Bewegungen füllen das ganz unterschiedlich. Interessant ist in dem Fall, ein Grund, warum ich nach Nevada bin, ist, dass das der einzige Bundesstaat aktuell ist, wo die Spitze der Partei, also das, man könnte sagen, der Landesvorsitz, ja, von Linken, in der Hand der Linken ist. Da gab es vor 2 Jahren, nee, im letzten Jahr, also vor 1,5 Jahren, ein Takeover von Mitgliedern der Democratic Socialist und die haben jetzt diese Partei, führen jetzt diese Partei in Nevada. Und wenig überraschend kamen diese Leute, die Democrats führen, unglaublich schnell an Grenzen. Also erstmal ist so der Parteivorsitz innerhalb eines Bundesstaates dann auch mit gar nicht so viel Macht verbunden. Wichtiger sind immer noch die Gouverneure und das Parlament und so weiter. Aber es ist auch so, dass die natürlich jetzt, weil sie die demokratische Partei in Nevada führen, müssen sie dann auch den Senator oder die Senatoren in dem Fall pushen, was die aber politisch ganz woanders ist. Also diese Spitze der demokratischen Partei in Nevada wird jetzt von links auch zu Recht kritisiert dafür, dass sie sich da irgendwie so in der Mitte verhalten muss oder diese Kompromisslösung. Und ich glaube, ich komme durch meine dann Recherchen, die vielen Gespräche, immer mehr zu dem Schluss, dass man diese Partei eigentlich nicht von innen verändern kann, aber dass man sie von außen anschieben kann, also auch von außen verändern kann. Also dass man jetzt das Gefühl hat, dass so wie in Nevada die demokratische Partei in jedem Bundesstaat doch nur von so Linken übernommen wird. Es wird nicht funktionieren.
Und es wird, glaube ich, nur für Enttäuschung sorgen. Aber man merkt ja jetzt schon auch an der Politik, können wir vielleicht auch noch drüber reden, die die Biden zum Teil macht, den Einfluss linker Bewegungen und linker Ideen. Insofern ist das, glaube ich, eher noch der Weg, dass man jetzt nicht versucht, sich da im Apparat irgendwie einzuschleusen, sondern dass man eben von links, von außen Druck macht. Und die Frage ist halt, wie, und dass auch das beantworten die Gruppen unterschiedlich, aber dass das eher so der Weg ist. Ich glaube, die meisten Menschen verbinden jetzt mit den USA, gerade auch angesichts dessen, welche Bedrohung die Demokratie in den USA gerade von rechts ausgesetzt ist, nicht unbedingt jetzt so den Hort des progressiven Aufbruchs oder der linken Ideenschmiede. Aber du beschreibst ja in deinem Buch, dass sich da in den letzten Jahren einiges entwickelt hat. Was ist passiert, damit die amerikanische Linke so an Fahrt aufgenommen hat? Ich glaube, eine Realisierung, die dann auch dazu geführt hat, dieses Buch überhaupt zu schreiben, war die, dass es vor gar nicht so langer Zeit, also ungefähr vor grob 2011, gar nicht so etwas wie eine gesellschaftliche Linke in den USA gab. Also dass es natürlich linke Gruppen in einzelnen Städten gab, gerade in Großstädten, die sich dann irgendwie so ein bisschen rumgewurschtelt haben. Aber dass, wenn man über Linke in den USA geredet hat, alle, die nicht ganz, ganz tief drin sind, die selbst link sind, und es waren wenige, gar nicht wussten, was damit gemeint ist. Also die gar nicht irgendwas vor Augen hatten. Und das ist heute sehr, sehr anders. Ne? Das hat sich innerhalb von 10 Jahren, hat sich da unglaublich viel gewandelt. Die Leute haben verschiedene Sachen im Kopf, Black Lives Matter oder Bernie Sanders oder den Klimawiderstand oder selbst Antifa ist auf einmal ein Begriff, was dann viel mit Trump zu tun hatte, aber auch damit, dass sich natürlich in den letzten Jahren antifaschistische Kollektive nochmal stärker gebildet haben. Und was ist passiert? Das ist so die Frage des Buches, die ich versuche zu erklären, aber ich glaube, es sind vor allem 3 Dinge. Die Lebensumstände haben sich zugespitzt. Das also ganz konkret einfach, die prekären Jobs haben zugenommen, die Armut steigt in vielen Städten, Verdrängung, der Klimawandel sowieso. Also es gibt so ein Gefühl, also ein nicht nur ein Gefühl, es gibt einfach das materielle Leben oder die materiellen Umstände haben sich verschärft. Und die Antworten, das wäre vielleicht so der zweite strukturelle Grund, die Antworten aus der Mitte sind, glaube ich, immer offensichtlicher ungenügend. Also das zieht sich dann eben so in den letzten 10 Jahren durch, von Obama über Clinton bis zu Biden, mit verschiedenen Akzentuierungen, die sind ja nicht die gleichen Politiker, aber dass das, was sie da auf diese strukturellen Probleme antworten, eigentlich nichts löst. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist gewachsen. Und der dritte Punkt ist ja, dass eben Alternativen sichtbar geworden sind. Also so jemand wie Bernie Sanders ist alleine deswegen wichtig, weil er halt einen Begriff wie den Sozialismus, wie auch immer er den dann definiert, aber rehabilitiert hat, ne? Dass er gesagt hat, es gibt was anderes. Man kann sich eine Gesellschaft vorstellen, die eben nicht, wo Gesundheit nicht Frage des Geldes ist. Also Medicare for All spielt jetzt eine Rolle, weil eben Sanders 5 Jahre wie ein Bekloppter darüber geredet hat. So. Und wenn Alternativen sichtbar sind, machen sich mehr Menschen darüber Gedanken. Oder man kann auf soziale Konflikte anders reagieren als nur durch Repression, Gefängnis, Polizei. Das hat Black Lives Matter geschafft, ne? Einen Diskurs anzuschieben. Also so, die Dinge haben sich zugespitzt, verschärft. Aus der Mitte kommt ganz wenig Vision und Antwort. Und es sind auf einmal Alternativen sichtbar. Das sind so, das ist passiert. Und deswegen versuche ich so diese Dekade jetzt nicht nur so zurückblicken, sondern einfach auch nochmal so festzuhalten. Hier ist es zum ersten Mal seit irgendwie den 60ern, 70ern oder so, gibt es eine Linke. Ja. Ja. Und vielleicht bleiben wir nochmal ganz kurz bei dem Wort Sozialismus. Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass gerade so der Blick aus Europa auf die amerikanische Linke, dass da oft so ein bisschen, ich glaube, du sagst, Herablassung mitschwingt, wenn man auf diese oder wenn Leute auf diese Bewegung schauen. Magst du mal erklären, was du damit meinst? Also dieses Gefühl von, ja, macht ihr mal. Ja, wobei ich das gar nicht mehr so in den letzten zwei Jahren gar nicht mehr so sehr verspüre. Aber es gab eine Zeit lang, da wurde sich, kam sozusagen so eine Lächerlichmachung von sozialistischen Bewegungen in den USA, weil damit dann immer, oder weil die Kritik war, dass das, was hier als Sozialismus verkauft wird, im Grunde sozialdemokratisch gerade mal so ist. Und
das ist, glaube ich, auch nur ganz, ganz oberflächlich betrachtet der Fall. Also wenn ich mit sozialistischen Organisern oder Politikerinnen spreche, dann sprechen die über irgendwie, ne, die Überwindung des Eigentums und über kollektive Formen und über Vergesellschaftlichung von ganz vielen Bereichen, ja, Gesundheit, Bildung und so weiter. Nur ganz konkret, wenn es darum geht, wie man Wahlkampf macht oder was man den Leuten auch erzählt, ist es natürlich dann manchmal eine staatliche Krankenversicherung oder ein Mindestlohn, so wie Bernie Sanders ja auch Wahlkampf gemacht hat, weil was soll er erzählen? Es sind immer noch die USA. So. Es ist immer noch ein desolates soziales Netz und da kann man nicht, sozusagen, muss man sich ja fragen, mit welchen Punkten man beginnt. Insofern, aber letztendlich hat sich das so in den letzten Jahren nicht erledigt, aber es ist auf jeden Fall weniger geworden. Die Leute wissen, dass es hier linke Bewegungen gibt, die mit bestimmten und besonderen Umständen kämpfen müssen. Und insofern hat sich das so ein bisschen, ist es weniger geworden. Du schreibst ja im Buch über die Wahl 2020 und wir haben es ja auch gerade eben schon mal angesprochen, dieser leichte Widerwillen, mit dem linke Gruppen quasi gezwungenermaßen, weil es keine Alternative gibt, Wahlkampf für die Demokraten jetzt 2020 für Biden gemacht haben. Wir nähern uns ja jetzt der Halbzeit quasi, ne? Die Midterms stehen an. Was würdest du sagen aus den Gesprächen, die du geführt hast? Wie ist die Bilanz der amerikanischen Linken, wenn sie auf Bidens halbes erstes Term zurückblicken? Hat er sie überrascht oder war es doch eher erwartbar, was er geliefert hat? Ja, also ich glaube, unter dem Strich kann kein Linker, keine Linke damit zufrieden sein, was von dieser Regierung kommt. Und das ist überhaupt nicht überraschend. So, also Biden hat 40, 50 Jahre jetzt liberal, aber eher konservative Politik gemacht, dass der jetzt bestimmte Dinge nicht anschiebt, wundert niemand. Und dann geht es, glaube ich, so, es sind diese zwei Jahre, ging es so durch so verschiedene Phasen. Am Anfang war es dann doch fast überraschend viel Aufbruch, den er vorhatte. Also da wurden verschiedene Pakete verabschiedet und verschiedene so Reformpakete zumindest geplant. Die sind dann aus verschiedenen Gründen gescheitert, unter anderem, weil die Partei eben so konservativ ist, einzelne Senatoren so viel Macht haben. Und was interessant ist, also ich glaube, die Bilanz ist ambivalent. Und auch wenn ich jetzt über die amerikanische Linke, die ja also unglaublich komplex und widersprüchlich ist, spreche, die ist jetzt aktuell nicht in der allerstärksten Verfassung, also 2020, gerade so im Februar, als Bernie dann so fast noch irgendwie aussichtsreichster Kandidat war oder dann auch im Sommer, als die große Protestbewegung durch die USA so gezogen ist, da hatte man das Gefühl, das ist alles so viel stärker und lebendiger. Das sind immer so, geht so auf und ab. Es gibt ein paar Bereiche und ich glaube, dass es immer wieder lohnt, es darauf aufmerksam zu machen, wo das, was Biden in den letzten Monaten zum Beispiel gemacht hat, bestimmt hat, gesagt hat, wo man linken Einfluss spürt. Also, dass der jetzt über den Trump-Teil der Republikaner als semifaschistisch spricht, hätte der die letzten Jahrzehnte, hat er es nicht gemacht und wäre, und das ist natürlich, kommt auch aus von links, ja, dass man das eben mal wirklich wahrnimmt, was hier passiert. Dass er entschieden hat, im August, glaube ich, war das, dass Millionen von Menschen die Unischulden gestrichen werden. Das ist eine Forderung, die durch Occupy in den Raum kam, dass er jetzt auch durch dieses verheerende Urteil des Supreme Courts mindestens mal erstmal rhetorisch hat man das Gefühl begriffen hat, dass die Demokraten da aufwachen müssen, was Abortion Rights angeht. Das sind ja alles so, also da merkt man, glaube ich, so einen Einfluss auch von linken Politikern und Bewegungen. Insofern, es ist immer auch da so die Ambivalenz. Einerseits ist Biden der in vielen Punkten der politische Gegner, aber man darf nicht vergessen, wie sich dann eine Regierung der Mitte verändern kann. Ja? Ich hatte das Gefühl, dass das Ganze auch für die Biden-Regierung irgendwie ein Lernprozess war oder ist, der auch teilweise dann, also es wurde teilweise auch nicht gerade elegant kommuniziert. Also es gab ja, glaube ich, das war, glaube ich, so 2-3 Wochen nach dem Dobbs-Urteil, nach diesem Urteil, das eben besagt hat, dass es kein verfassungsmäßig geschütztes Recht mehr auf Abtreibung gibt, wo dann, ich glaube, es war die Communications-Chefin des Weißen Hauses in einer offiziellen schriftlichen Stellungnahme irgendwie sagte, so jetzt müssen die ganzen Aktivisten aber auch mal Ruhe geben. Gleichzeitig hat man dann in beiden Reden immer wieder den Appell an die lokalen Organizer, auf die man sich dann ja doch verlässt. Ja. Siehst du da die Gefahr,
das scheint ja so bei Demokraten, wenn man sich die letzten Wahlzyklen anschaut, dann sind es ja immer wieder vor allem lokale Organizer, meistens Black and People of Color, die letzten Endes dafür sorgen, dass genug Menschen zur Wahl gehen, dass die Demokraten zumindest den ein oder anderen Sitz, der wackelt, noch halten oder neu gewinnen. Georgia war jetzt noch so ein Beispiel. Wie hoch würdest du sagen, ist da die Frusttoleranz? Wie sehr kann diese Partei, ich sage jetzt mal so, lokale Strukturen einerseits benutzen, aber andererseits ihnen nicht wirklich viel zurückgeben, ohne dass es da mal ordentlich kracht? Ja, also wie du das beschreibst schon, das ist ja wirklich der perverse Widerspruch, dass diese Partei es gar nicht so geben könnte in ihrer ja immer noch Machtposition, wenn es diese Gruppen vor Ort nicht gäbe. Also die haben 2020 in den entscheidenden Bundesstaaten dafür gesorgt, dass Biden gewonnen hat. Sie sorgen für bestimmte einfach für eine soziale Infrastruktur. Und damit meine ich jetzt nicht so kleine linke aktivistische Gruppen, sondern auch die Gewerkschaften. Also in Las Vegas bin ich ja mit Leuten von der Culinary Union durch den Wahlkampf gezogen, total interessant, die in Las Vegas 60.000 Mitglieder hat, eine unglaubliche Macht da hat, die auch mal wieder nutzt mit großen Streiks und so weiter. Und die ziehen dann eben für die Demokratische Partei in den Wahlkampf, werden aber mit ihren Forderungen oft von dieser Partei nicht ernst genommen. Und im Zweifel hält die Demokratische Partei, also die Spitze, ja auch Arbeiterbewegungen klein. Also darum, das ist so die liberale, also die Mitte, die Politik der Demokratischen Partei ist voller Ambivalenzen. Ne? Es geht immer irgendwie um diese Balance von etwas zulassen, aber auf keinen Fall zu viel Macht. Und insofern, das geht jetzt, man könnte es zynisch betrachten, das lassen diese Gruppen mit sich machen. Sie ziehen dann doch in den Wahlkampf. Aber es hat natürlich ganz konkret damit zu tun, dass sie nicht wollen, dass die Republikaner das übernehmen. Also das ist, und wie lange das gut geht, ja, solange es keine dritte Partei gibt oder auch keine Einheit, keine Kraft von außen, die so stark ist, dass man die Demokraten nicht mehr braucht, und davon ist es ja so weit entfernt, ist es natürlich eine Abhängigkeit. Also man guckt natürlich darauf, was jetzt irgendwie die Kandidaten der Demokratischen Partei oder das Weiße Haus entscheiden, weil die Linke ist jetzt weit davon entfernt, irgendwie wirkliche Macht zu haben. Insofern ist das, bleibt es so der Widerspruch. Und dazu jetzt nur noch ein Gedanke, die Demokratische Partei, man muss sich das, glaube ich, wirklich auch bewusst machen in Deutschland, es ist eigentlich gar keine Partei. Das hat auch Seth Ackerman vor Jahren schon für Jacobin geschrieben. Es gibt keine lokale Struktur, also manchmal schon, aber man kann nicht einfach so zu Ortsgruppen gehen und da mitmachen, das gibt es nicht. So. Und insofern ist das so auf ganz vielen inhaltlichen Ebenen, aber vor allem auf dieser Form- und Strukturebene, kann die Demokratische Partei überhaupt nicht sein, also die Partei von unten sein, sondern es ist so widersprüchlich. Ja, also und gerade, ich denke, gerade wenn man sich anschaut, also jetzt verglichen irgendwie mit dem deutschen politischen System, man findet halt in dieser Partei irgendwie alles an politischen Positionen von CDU, CSU bis zur Linken. Dann muss die Partei auch irgendwo eine Partei der Widersprüche sein. Also solange das der Fall ist, kann das irgendwie kein in sich schlüssiges Ding werden. Du hast jetzt schon oft immer mal wieder angedeutet, dass sich in den letzten ein, zwei Jahren vieles verschoben hat, dass du immer wieder auch selber Bilanz ziehst. Wenn du jetzt, du hast das Buch kam vor, seit du das Buch geschrieben hast, sind jetzt 2 Jahre vergangen. Wenn du zurückschaust auf das Buch, es ist ja immer so eine Sache, bereits von einem selbst geschriebene Sachen dann mit etwas Abstand anzugucken. Was würdest du sagen? Würdest du von heute, aus heutiger Sicht sagen, du würdest daran gern was ändern? Würdest du gern was hinzufügen? Ergibt das quasi so aus deiner Sicht von heute Sinn? Ja, also ich würde bestimmte Dinge, so Kleinigkeiten auf jeden Fall verändern. In manchen Kapiteln meinetwegen so ein bisschen so die Prioritäten oder die Akzente verändern. Aber ja, diese Frage stelle ich mir natürlich auch immer wieder. Wie viel Sinn ergibt ein Buch über linke Bewegung oder sehr radikale Ideen, während eine Partei ganz offen die Demokratie abbaut? Also so, wie viel Sinn ergibt es?
Und dann, wenn ich mir dann gut zurede, habe auch, nee, eigentlich glaube ich dran, wirklich, dass das ja gerade ein Grund ist, warum ich das Buch Ja. geschrieben habe. So, ne? Also es geht ja gerade um die Frage, wie sich Leute organisieren, die keine Repräsentanz haben. Also weder bei den großen Parteien noch irgendwie andersweitig gesellschaftlich, die mit unglaublich widrigen Bedingungen arbeiten müssen. Wie organisieren die sich? Worüber denken die nach? Was wollen sie? Und ein Grund, dieses Buch zu schreiben, war die, zumindest jetzt Analyse meinerseits, dass gerade aus dieser Konstellation so viel Interessantes gewachsen ist. Und insofern ist es dann, ja, bin ich so, schwanke ich dann auch manchmal so, was soll dieses Buch? Aber ja, genau deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil irgendwie das Land halt so kaputt ist auf vielen Ebenen, so also ein bisschen platt und polemisch das zusammenzufassen. Aber es fühlt sich ja oft so an, dass eigentlich auf allen Ebenen sich alles nur verschärft. Und aber wenn ich gerade dann, ist es ja wichtig, sich anzuschauen, wie Leute sich dagegen wehren. Darum geht's. Und insofern, ich würde Sachen, Kleinigkeiten verändern und so das Gewicht in manchen Kapiteln, aber eigentlich stehe ich dann doch sehr dazu, dass es dass natürlich auch in Deutschland es vielleicht lohnt zu schauen, wie die Leute sich dagegen organisieren. Also sowohl gegen die Republikaner als eben auch gegen diese sehr kompromissbehaftete Politik, die aus der Mitte kommt, aber eigentlich nichts löst. Was sind die Ideen? Und diese Ideen sind radikal und interessant und zum Teil visionär. Darum geht's. Ja, und ich glaube, wir haben in den letzten 2 Jahren auch wirklich gesehen, wie viel Einfluss auch Gruppen wirklich außerhalb der Demokratischen Partei auf diese Partei haben können, weil ich glaube nicht, dass es ohne diese ja sehr in sich unterschiedlichen und unterschiedlich aufgebauten linken Gruppierungen, ohne die wäre die Biden-Regierung, glaube ich, politisch jetzt nicht da angekommen, wo sie heute ist. Ich glaube, das war tatsächlich ein Ergebnis des konstanten Drucks von linken Gruppierungen, die teilweise ja viel radikalere Ideen, wie du auch sagst, haben, die jetzt nie an die Spitze der Demokratischen Partei kommen Ja. würden, wenn sie jetzt versuchen würden, in den Parteistrukturen irgendwas zu tun. Aber insofern war natürlich eine polemische Frage. Aber insofern, glaube ich, sind die letzten 2 Jahre tatsächlich eher mehr Beweisfutter dafür, dass es wahnsinnig wichtig ist, gerade auch in so einer in einer Situation, wo die Demokratie so prekär ist und so am Abgrund steht, dass man quasi genug Druck von links hat, um letzten Endes die Mitte dazu zu zwingen, gegenzuhalten. Und wo wir gerade bei prekärer Lage der Demokratie sind, smoother Übergang, lass uns kurz über Faschismus sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe es die letzten Jahre so erlebt, dass, gut, ich beschäftige mich ja jetzt nicht mit der politischen Linken, sondern der Rechten, aber dass wann immer ich das Wort Faschismus in Bezug auf die USA oder auf bestimmte rechte Strömungen der USA benutzt habe, es großen Backlash gab. Das ist jetzt ein bisschen weniger geworden, so seit dem 6. Januar. Aber sorgt immer noch für Empörung. Und deswegen fand ich es so spannend, dass du in deinem Buch ja darüber schreibst, dass es bestimmte Traditionslinien in der amerikanischen Linken gibt, die sich damit schon vor Jahrzehnten beschäftigt haben. Also lange bevor du oder ich darüber geschrieben haben, weil diese Leute faschistische Tendenzen selbst jeden Tag erleben und die diesen Amerika-inhärenten Faschismus erkannt haben. Und vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, wer ist das? Wer verbirgt sich hinter dieser Gruppe? Also, und was können wir heute aus dieser Arbeit ziehen und warum ist sie so relevant? Also im Grunde hast du es ja schon angedeutet, warum es so relevant ist, weil so deutlich wird, dass aus bestimmter theoretischer und praktischer Perspektive, die im Grunde Jahrzehnte, Jahrhunderte voraus waren. Also, und es ist natürlich keine große Überraschung, weil du fragst, wer ist das? Dass es vor allem schwarze linke Denkerinnen sind, indigene Gruppen, die dieses Land aus einer ganz anderen Perspektive wahrgenommen haben, wahrnehmen. Und darum geht es, da geht es dann nicht nur um Historisches, ne? Also es geht auch natürlich dann um den Kolonialismus und Sklaverei und Jim Crow
und die Frage, was denn sonst außer faschistoide Politik war das für uns? Ja? War das für schwarze, indigene, auch queere Bevölkerungsgruppen? Und wer ist das? Das sind zum Beispiel so Denker wie Angela Davis, die ja immer noch sehr aktiv ist, oder Robin D.G. Kelly oder W.E.B. Du Bois. Ja? Und die vor 100 Jahren, im Zweifel vor 100 Jahren, vor 150 Jahren schon gesagt haben, wir müssen nicht, oder in dem Fall dann so vor, also wir müssen nicht nach Europa gucken, Anfang des 20. Jahrhunderts, Mitte des 20. Jahrhunderts, um den Faschismus zu verstehen. Wir müssen unsere eigene Geschichte verstehen und schauen, wie sich die Institution, die Politik für bestimmte Bevölkerungsgruppen darstellt. Und daher kommt dann eben auch unter anderem zum Beispiel diese radikale Kritik an den Strafinstitutionen. Ja? Also die Kritik am Gefängnis nicht, gar nicht so sehr, das hat sich fast in den letzten Jahren wieder so ein bisschen korrigiert, dass man das versteht als eine Verlängerung der Sklaverei. Das ist so, glaube ich, halb wahr. Da gibt es innerhalb der schwarzen Linken Theorie eben auch ganz unterschiedliche Auffassungen, sondern eher, dass sich da einfach, dass der Umgang mit den Menschen im Gefängnis, und davon gibt es ja 2 Millionen in den USA, dass es unmenschlich zum Teil ist und dass die Gewalt, die dort verübt wird, dass sie etwas Faschistisches auch hat. Und genau das Gleiche gilt für das Grenzregime. Also in Kapitel 9 beschreibe ich, wie eine Gruppe in der Wüste von Arizona, No More Death, nichts anderes macht, aber sehr primär dafür sorgt, dass Migranten, die sich durch die Wüste quälen, Wasser, Konserven und Kleidung haben. Und weil sie eben wissen, wie viele Menschen, tausende Menschen da in den letzten Jahren gestorben sind. Also dieses Grenzregime, dass das dann von vielen linken Gruppen als faschistoid oder faschistisch beschrieben ist, sollte man ja auch wahrnehmen. Da gibt es die Parallelen zum Mittelmeer und zu der Situation in Europa, die diese Gruppen natürlich auch haben und wissen und sich austauschen. Und insofern ist es für mich auch, nicht nur analytisch total konsequent, sondern ist es ja auch interessant, sich mal zu Augen zu führen, dass das vor, wie du es beschrieben hast, dass vor einem Jahr und 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren ist irgendwie auch dann in den deutschen Redaktionen eher mit sehr viel Vorsicht irgendwie betrachtet wurde, wenn man über Faschismus gesprochen hat im Zusammenhang mit den USA, und das jetzt angenommen wird, aber aus bestimmter Perspektive, das eben vor Jahrzehnten, Jahrhunderten schon so war, ist es im Grunde die Realisierung, wer da voraus ist in der Analyse. So. Absolut, und ich glaube, dass gerade jetzt aus deutscher Sicht sich damit irgendwie oft schwer getan wird, weil wir allzu oft Faschismus quasi als gleichzusetzen mit einem in sich faschistischen Staat quasi im Stile eines Nazi-Deutschland denken. Und dann kommt irgendwie ganz oft irgendwie als Antwort, ja, das ist doch nicht faschistisch, es gibt doch keine gleichgeschalteten Medien. Und ich glaube, es ist tatsächlich viel sinnvoller dafür, Faschismus zu erkennen, wenn man eben wirklich quasi sich überlegt, was ist der Schritt davor? Also was sind faschistische Politikelemente? Und da ist eben sind eben diese Traditionen, von denen du gesprochen hast und von denen du ja auch schreibst, jetzt uns wirklich um Jahrzehnte voraus. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt erst so langsam so ein bisschen mehr eben, ich sage jetzt mal, im Mainstream auch wahrgenommen wird und teilweise hoffentlich vielleicht auch anerkannt wird, die Arbeit, die da quasi schon vorgeleistet wurde. Es ist eine unangenehme Realisierung, dass liberale Demokratie und faschistoide Politiken ganz gut miteinander können, dass das gleichzeitig passieren kann. Das passt auf jeden Fall nicht zum Verständnis vieler Politiker, ne? und auch sozusagen den Verständnis der liberalen Mitte. Mhm. Und das hat sich zumindest dann konstruktiv, wenn man so will, geöffnet seit Trump, ne? Wir haben ja schon darüber geredet, dass Biden von Semifaschismus auf Trump bezogen spricht. Das ist bemerkenswert. So, das hat zwar lange gebraucht. Ja. Aber trotzdem, das Mr. Bipartisanship schlechthin ist immerhin bis zum Semifaschismus rhetorisch zumindest geschafft hat, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so nicht kommen sehen. Also
Ich weiß nicht, ob es da mit ihm in dem Moment durchgegangen ist. Ich glaube, es war Wahlkampfveranstaltung. Das hilft. Ja. aber ich glaube, das ist tatsächlich eine für viele Leute radikale Realisierung, dass sich das nicht unbedingt ausschließen muss. Also, dass man zwar in einer Demokratie leben kann, dass es aber faschistoide oder faschistische Politikelemente geben kann, die trotzdem darin existieren. Und wir haben ja jetzt schon ganz oft über Widersprüche gesprochen und über ja fast so eine Art kognitive Dissonanz, die da herrscht. Mhm. Wenn wir mal kurz bei Biden bleiben, der hat ja, ich glaube, es ist jetzt knapp 2 Monate her, 1,5 Monate her, dass er seine sogenannte Soul of the Nation Rede gehalten hat, wo er also ja, wie du sagtest, zum ersten Mal wirklich in Worte gefasst hat, dass er redet von MAGA-Republikanern, dass also der Teil der Republikaner in der Partei das Sagen hat und dass das Programm dieser Partei nicht mit der Demokratie vereinbar ist. Also man kann sich ja kaum vorstellen, dass, also wenn man versucht, sich vorzustellen, dass ein Obama sich hingestellt hätte und gesagt hätte, die Republikaner glauben nicht an die Verfassung, da sieht man, glaube ich, schon, dass selbst das Demokratische mit großem D Establishment zumindest rhetorisch schon einige Schritte weit gekommen ist. Aber, und da kommt dann die kognitive Dissonanz, gleichzeitig hören wir dann in derselben Rede, das ist nicht Amerika. Mhm. Gleichzeitig ist es Amerikas größtes Problem. Mhm. Was machst du aus dieser kognitiven Dissonanz? Was glaubst du, was passiert da gerade? Und wie sollten oder wie gehen linke Gruppierungen am besten damit um? Ja, ich glaube, dieser Widerspruch, der ist so ganz typisch, darüber haben wir ja schon kurz gesprochen, auch für diese Partei und für die Politik der Mitte. Das muss man irgendwie ja immer wieder zusammenführen, das balancieren. Und es wirkt eben wenig glaubwürdig. Aber ich glaube, was mir zum Beispiel in Ohio auch wieder aufgefallen ist, der Kandidat der Republikaner da vor Ort, J.D. Vance, ist auch voller Widersprüche. Und was unter anderem, also nur um kurz Kontext zu geben, der ist 38 Jahre alt, ist zwischen Ohio und Kentucky aufgewachsen, wurde dann 2016 dadurch bekannt, dass er ein Buch geschrieben hat, Hillbilly Elegy, das so zum Bestseller wurde und zum Trump-Erklärbuch wurde. Und er hat seitdem, also 2016 hat er noch von Amerikas Hitler in Bezug auf Trump gesprochen und irgendwie gewarnt und hat in diesen letzten sechs Jahren dann eine sehr bemerkenswerte Veränderung vollzogen. Er ist mittlerweile nämlich mit Trump auf einer Bühne und steht für die gleiche Partei, auch für die gleiche Politik, Partei sowieso. Und wenn man dann mit seinen Unterstützern, ich war bei mehreren Wahlkampfveranstaltungen, spricht und auch fragt, ist es denn ein Widerspruch, dass der Mann, der sozusagen für die Working Class steht, einerseits gar kein Programm hat, was das unterstützt und hergibt, andererseits aber auch mittlerweile Bestseller-Autor ist, TED-Talks gibt, von Peter Thiel finanziert wird, also eigentlich all das verkörpert, was die Elite verkörpert. Ist das ein Widerspruch? Nein, aus der Perspektive vieler Wähler, Wählerinnen und Unterstützer ist es der American Dream. Das ist der American Dream, ne? Also dass man das macht und der durch Fleiß schafft. Und insofern ist mir dann auch in diesen Tagen dann noch mal deutlicher geworden, dass das, was wir als Widersprüche oft erleben, sich überhaupt gar nicht als Widersprüche darstellt. Eigentlich eine banale Erkenntnis. Aber die Frage, das ist ja auch die Frage, die du dann gestellt hast, was man daraus macht. Also ich glaube, Widersprüche so von oben oder durch Medienansprachen zu offenbaren, hat sich jetzt in den letzten 6 Jahren oft nicht als wirklich tauglich gezeigt. Insofern ist auch dieser ganze sagen liberale Approach, guck mal Trump, hier hast du dich wieder versprochen. Also so, darüber sind wir auch, glaube ich, fast hinaus, dass das eine lächerliche Herangehensweise ist. Aber Widersprüche sind, darüber haben wir ja kurz auch in unserem Telefonat schon gesprochen, sind ja in uns allen. Also die Linke ist auch voller Widersprüche. Wir alle sind einzeln voller Widersprüche. Und wenn man damit auch wieder ehrlich umgeht, also wenn man dann Community-Arbeit macht oder Wahlkampf oder so wie die Gruppen, die ich begleitet habe, von Tür zu Tür zieht, dass man auch darüber vielleicht spricht, was sind eigentlich, welche Widersprüche begleiten einen durchs Leben und darüber dann, also dann die rechten Widersprüche nicht dadurch verharmlost, sondern sich klar macht, dass natürlich Politik
voller Widersprüche ist. Also insofern ist das, glaube ich, lohnt es sich für immer natürlich gerade so in der täglichen Basisarbeit zu zeigen, dass J.D. Vance keine Politik im Sinne der ArbeiterInnenklasse macht. Das Gleiche gilt für Trump. Ne? Das ist nicht die Politik. Also er hat Steuern für Unternehmen gesenkt und so weiter. Und natürlich dann auch als größeres Projekt darauf aufmerksam macht, dass man Klasse natürlich international verstehen sollte, dass die mexikanischen Immigranten nicht der Grund sind, dass es in Ohio so ein Drogenproblem gibt, sondern Pharmaunternehmen. Darüber spricht J.D. Vance nicht. Also es ist so bemerkenswert, worüber die Rechten nicht sprechen, über Gewerkschaften sprechen sie nicht, über Medicare for All sprechen sie nicht, über Mindestlohn nicht, über Pharmaindustrie nicht. Das sind alles keine Themen. Insofern ja, Widersprüche kann man dann im Gespräch, ich glaube, Widersprüche lassen sich viel eher im Gespräch auflösen, wenn man ehrlich ist, dass man selbst auch mit Widersprüchen lebt. Hm. So. Was ich, also einerseits finde ich, also diese andere Perspektive von, nein, das ist kein Widerspruch, dass der irgendwie, vorher war Venture Capitalist und ist irgendwie, verkauft sich aber aus dem ländlichen Ohio, Kentucky stammt und er hat es jetzt geschafft. Das ergibt irgendwie noch Sinn. Was mich noch interessieren würde, ist, hast du irgendwie erlebt, dass seine Unterstützerinnen und Unterstützer, wie die damit umgehen, dass er eben Trump ja nicht nur kritisiert hat, sondern also von Trump als Amerikas Hitler zu sprechen 2016 oder 2015, das ist schon ein harter Tobak. Und jetzt mit ihm auf einer Bühne zu stehen, also hast du eine Idee, wie die das miteinander übereinbringen? Oder glauben die es einfach nicht? Die glauben das und sehen es als Vorteil fast. Ein Gespräch mit einem 25-jährigen Mann im ländlichen Ohio, auch bei einem Wahlkampftermin von J.D. Vance, der meinte, dass es im Grunde einen Senator, oder letztendlich, er hat viel allgemeiner gesprochen, dass es Politik braucht, die Gruppen zusammenbringt, die nicht so divisive ist, also die viel versöhnlicher macht. Und J.D. Vance, gerade weil er sich ja vom Trump-Gegner zum Trump-Verbündeten transformiert ist, steht dafür in seiner Perspektive. Er hat doch gezeigt, dass man im Grunde alle rein. Das ist dann halt auch Teil der Perspektive, ja. Dass er jetzt, und interessant an dieser Wandlung von J.D. Vance ist eben, dass er in seinem Buch viel Schuld in den ganzen strukturellen Problemen bei der Arbeiterklasse selbst sieht. Es geht viel um die Kultur und die Familie und die Werte, das ist alles nicht mehr da. Und jetzt, und ist dadurch, also sozusagen diese klare Verantwortung, die bei den armen Leuten selbst liegt, hat ihn zum Prominenten gemacht, zum Millionär. Und jetzt, wo er in dieser Position ist, ist die Schuld aber ganz woanders. Also in den Wahlkampf sagt er natürlich nicht den Leuten, Leute, ihr seid ja, zieht euch mal selbst aus der Scheiße, sondern es sind Mexikaner, es sind Chinesen, die Jobs stehlen und es ist die liberale Demokratische Partei. Mit dem dritten Punkt hat er leider recht, nur nicht so, wie er es meint. Aber auch das ist es natürlich irgendwie, ich glaube, der Aspekt der Widersprüche ist nur, bringt mich so so oft einfach irgendwie auch in dann gedankliche Enge, weil natürlich das so ganz schwer ist aufzulösen. Also, aber in Gesprächen, das Einzige ist in Gesprächen. Das merke ich dann auch, wenn ich 3 Stunden mit einer Aktivistin irgendwie von Tür zu Tür ziehe, dass das Einzige ist, jemandem zuzuhören, eine halbe Stunde über etwas zu reden, dass ich dann was auflösen kann. Und nicht durch, weil jemand irgendwie zum 10. Mal einen Vox.com-Artikel liest, wo irgendwie Gotcha. All right. So. Ja. Und ich finde, J.D. Vance ist besonders deswegen auch gerade aus linker Sicht so eine interessante Figur, weil der ja also als Teil dieser Fraktion innerhalb der Republikanischen Partei, der National Conservatives, so eine neue, junge Variante von rechtem Populismus darstellt. Also einerseits hart rechts, wenn es um Gesellschaftliches geht, und dann aber auf der anderen Seite ja fast pseudopopulistisch, wenn es um große Konzerne geht. Du hast ja eben gesagt, der spricht jetzt nicht über Gewerkschaften, der sagt dann, oh, Big Tech will euch zum Schweigen bringen.
Was ihm einerseits erlaubt, sich als so Man of the People darzustellen gegen die großen Konzerne, die natürlich auch an den Küsten sitzen, da wo die ganzen Liberalen sind. Aber gleichzeitig scheint das ja doch irgendwie zu zeigen, dass es zumindest auf der Rechten auch einen Teil gibt, der sieht, dass bestimmte Probleme oder dass bestimmter Unmut, der in der Bevölkerung wächst, gegenüber großen Konzernen, dass das entweder mittlerweile so viel wird, dass man dem nicht mehr entgehen kann oder dass sie es sogar vielleicht für sich nutzen können. Und das ist ja auch nicht neu. Also das ist ja, war ja im Nationalsozialismus nicht anders, dass es da eine ganz verzerrte, verkürzte Kapitalismuskritik gab und die ist dann oft verschwörungsschwer und antisemitisch und so weiter. Und insofern, ja, es ist natürlich eine gewisse Herausforderung, dass J.D. Vance oder auch Tucker Carlson jetzt über den Neoliberalismus spricht und das verurteilt, also rhetorisch, während das die Linke eben auch macht. Aber erstens war das schon immer so und zweitens bleibt natürlich die Antwort vermutlich immer noch die gleiche, dass man konsequent und offensiv klar macht, was die Unterschiede sind. Ne? Also das ist eben, es ist ein Unterschied, ob man im Fall der jetzt Opioid-Krise, wo 10.000 Menschen sterben, ob man die Schuld bei Mexikanern sieht oder bei Pharmaunternehmen oder bei bestimmter fehlender Infrastruktur, Gesundheitsinfrastruktur. Das ist ein gigantischer Unterschied und ich glaube, je offensiver man das nach vorne trägt, desto glaubwürdiger ist es. Mhm. Und im Zweifel ist aber eben interessant, wie so sich die Begriffe verändern, so wie sich ja auch in den kulturellen Cancel-Culture-Debatten, also dann stehen ja auch, im Grunde wiederholt sich alles, es kommt nur aus politischer Korrektheit, wird Cancel Culture wird und so weiter. Mhm. Also ähnliche Phänomene geben sich dann, haben eine andere Hülle, neue Namen. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile auch ein paar Zuschauerfragen bekommen. Ihr könnt, also auch hier nochmal der Hinweis, ihr könnt gerne die Fragen stellen und wir besprechen sie dann hier. Wir haben ja schon über den Mangel an Alternativen gesprochen für Linke jenseits der Demokraten und darauf zielen jetzt auch diese zwei Fragen ab. Glaubst du, dass diese Art von Zwei-Parteien-System in den USA auf Dauer bestehen kann oder spielt es eher den Republikanern in die Hände mangels Alternativen? Also es sieht ja alles danach aus, dass die Republikaner versuchen, dass es im Grunde auf komplett in die Hand ihrer eigenen Partei geht. Also in vielen Bundesstaaten ist das ja schon auch längst der Fall. Seit Jahrzehnten gibt es so Mechanismen wie Gerrymandering und Art von Voter Restrictions und Suppression. Das ist gar nicht so neu. Das hat sich jetzt, glaube ich, nochmal so zugezogen. Und es gibt bestimmte Entscheidungen, die jetzt auch beim Supreme Court liegen, also wo sich wirklich so demokratisches Check and Balance kommt. Das könnte wirklich ausgehebelt werden. Also im schlechtesten Fall kann die Demokratische Partei machen, was sie will. Sie wird auch gar nicht mehr, selbst wenn sie die meisten Stimmen gewinnt, irgendwie in die Macht kommen oder sie dann auch verlieren. Das ist so der gruseligste Fall. Und im Zweifel, ja, ich glaube nicht, dass wir das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, dass wir da eine dritte große Partei sehen werden, die sich, die da in dieser Liga mitspielt. Aber andererseits, so klein das klingen mag, aber die größte sozialistische Organisation in den USA ist ja auch innerhalb von wenigen Jahren von unter 10.000 auf über 100 oder fast 100.000 Mitglieder gewachsen, stellt mittlerweile fast in jedem Bundesstaat, also die Democratic Socialists of America, in jedem Bundesstaat Parlamentarier. Und das war eben alles vor 10 Jahren völlig unvorstellbar. Also da wächst schon so Gegenstruktur, aber es ist natürlich total klein und es ist keine Konkurrenz jetzt in diesem Zwei-Parteien, de facto Zwei-Parteien-System. Also, man, ich weiß es, ich weiß es auch nicht. Also wohin die Demokratie geht, ich weiß es nicht. Aber ich finde es ja ganz interessant, dass es ja scheinbar, also zumindest die Versuche, eine dritte Partei zu etablieren, sei es jetzt irgendwie eine sozialistische Partei oder eine libertäre oder Green Party, die sind ja, also klar, es gab auf der linken Seite massives Wachstum auf der lokalen Ebene.
Aber trotzdem, wenn man sich die letzten Wahlen anschaut, ich weiß gar nicht mehr, wie viel die Jill Stein und ihr Co-Kandidat bekommen haben. War es 1%, 0,5%, ja, irgendwie so. Und dann besteht natürlich, und das ist ja irgendwie so, das ist das, so das Fiese am Zwei-Parteien-System, besteht ja gleichzeitig immer noch die Gefahr, dass gerade während die Demokratie also so auf der Kippe steht wie gerade oder eben, wie du sagtest, in manchen Bundesstaaten schon effektiv so nicht mehr existiert, weil manche Bundesstaaten tatsächlich als Ein-Parteien-Staaten fungieren, wo eben nur ein Republikaner gewinnen kann, dass da auch nicht wirklich so die Möglichkeit ist, das auf nationaler Ebene überhaupt auszuprobieren, weil eben immer die Gefahr besteht, dass wenn alles so wirklich so auf Messers Schneide steht und wenn quasi die Scales schon so massiv durch Manipulation des politischen Systems in eine Richtung gedrückt werden, dass es auch gar nicht so ungefährlich ist, eine Drittpartei zu etablieren. Was viele linke Gruppen ja schon machen, und ich glaube, dass es auch wirklich ein so enorm zentraler Punkt ist, die große Masse der NichtwählerInnen anzusprechen. Also bei der letzten Präsidentschaftswahl haben 80 Millionen Menschen nicht gewählt. Bei den Midterms sind meistens irgendwie 100 Millionen. Wenn die eine politische Kraft wären, was natürlich ein bisschen jetzt Spinnerei ist oder naiv, aber dann hätten die absolute Mehrheit. So, ne? Ja. Insofern ist es die Leute, die gar nicht in den politischen Prozessen sind, die gar nicht zur Wahl gehen, oder zumindest in diesen politischen Prozessen nicht sind, die reinzuholen, die anzusprechen, das ist natürlich ein Weg voran. Ne? Weil dann im Zweifel wird von mancher Stelle immer noch der Vorwurf kommen, ihr nehmt den Demokraten die Partei, die Stimmen weg, aber die Demokratische Partei muss sich schon selbst den Schuh anziehen, dass so viele Menschen auch nicht anspricht. Ne? Also im Grunde geht es auch, das war auch in Ohio so, dass die Leute gar nicht wissen, ob sie wählen gehen und eher nicht wählen gehen. Und das ist natürlich das, die Leute sind, die man holen muss. Also nicht für die Wahl, sondern einfach politisch überzeugen kann und muss und sollte. Ich glaube, das ist eine massive Fehleinschätzung eines Großteils des, ich sage jetzt mal so, demokratischen, zentristischen, in Anführungszeichen, Establishments, dass man das permanente Gefühl hat, die versuchen, den mythischen Wechselwähler zu überzeugen, der ja irgendwie also es gibt ja kaum noch Wechselwähler, es ist eine verschwindend geringe Gruppe und dass stattdessen es sehr viel aussichtsreicher ist, den Fokus auf Nichtwähler zu legen, weil das Problem ist auch, es gibt dafür wirklich kein Geld. Also es gibt ja einen gigantischen Komplex von politisch Fundraising und Beratungsfirmen und Umfragen und so weiter. Wenn jemand 2-3 Wahlen hintereinander nicht teilnimmt, dann verschwinden diese Leute aus dem System. Also dafür gibt es gar keine Gelder und Ressourcen, dass man die erreicht. Ich merke das ja, wenn man sozusagen mit denen dann von Tür zu Tür zieht, mit linken Gruppen zum Beispiel, ne? Da haben die ja auf ihrem Handy Apps, wo genau geschildert wird, wann jemand gewählt hat, wie jemand registriert hat, zum Teil auch, wie sie gewählt haben, wie alt, Name und so weiter. Und die erscheinen gar nicht in dem System, die werden also gar nicht angesprochen in diesen zumindest Datenbanken, die dann oft von so liberalen Institutionen und NGOs gefüttert werden, wenn man nicht wählt. Also das ist schon ein so strukturelles Problem, dass die gar nicht, dass es für die nicht Ressourcen gibt. Gleichzeitig, da hat Ann Nelson, glaube ich, ganz viel zugeschrieben, hinken jetzt nicht nur linke Gruppen, sondern hinkt auch die demokratische, quasi technologische Struktur massiv hinterher. Also die Apps quasi, mit denen Republikaner im Wahlkampf 2016 gearbeitet haben, die erzählen ihnen, die sagen ihnen dann halt nicht nur, ist es ein registrierter Demokrat oder Republikaner und das Alter, sondern hat für den und den Think Tank gespendet. Da ist letztes Jahr eingebrochen worden, der besitzt Waffen, das ist ein NRA-Mitglied. Und dann lässt sich natürlich auch ganz anders Wahlkampf machen, wenn ich weiß, welche Punkte... Creepy, super creepy, wahnsinnig creepy. Aber das ist auch nochmal so ein Aspekt. Also wir haben jetzt auch noch eine Frage, die du im Buch auch ansprichst, die ich auch hier gerne nochmal stellen würde. Wenn wir nochmal quasi den Blick zurück von den USA auf Deutschland richten, von den USA auf Deutschland richten, gibt es etwas, das
US-amerikanische und deutsche linke Bewegungen voneinander lernen könnten? Und wenn ja, was? Ja, die goldene Frage, genau. Ich glaube, was ich wirklich am allerbemerkenswertesten finde, ist, dass sie schon jetzt lernen, also dass man voneinander lernt und dass es in den letzten 10 Jahren eher so war, dass linke Gruppen, Bewegungen, Ideen, Inspiration waren, als andersrum. Also das gilt ja genau für Black Lives Matter, so eine Bewegung, die es nach Deutschland geschafft hat, auch dort Diskurse angeschoben hat, um Strafinstitutionen, Polizeikritik, Gefängniskritik. Es gilt genauso für die Medien. Jacobin ist in den USA gestartet, gibt es mittlerweile auch in Deutschland. Es gilt für die Organizing-Strategien, wo auch eher die Impulse aus den USA kommen. Es gilt auch zum Beispiel für die Frage, wie man linke Aktivisten in die Parlamente bringt, wodurch ja unter anderem AOC auch überhaupt erst im Parlament gelandet ist, Just the Democrats und Brand New Congress. In Deutschland gibt es auch seit ein paar Jahren eine Gruppe, die nennt sich Brand New Bundestag. Also da merkt man auch so die Inspiration, das passiert schon. Ne? Das ist, ich muss jetzt gar nicht so die 10 Punkte mir wünschen, wo für die deutsche Linke, sondern es tut sich schon. Und also so erstmal als Gedanke. Ich könnte jetzt noch irgendwie auf verschiedene so grundsätzliche Punkte, wo ich denke, irgendwie, da könnte man sich vielleicht was abschauen. Nur zu. Ja. Eine Sache, über die ich manchmal so nachdenke, ist, dass ich schon das Gefühl habe, dass es in Deutschland oft ganz klar, finde ich, in der Linkspartei so eine Lustfeindlichkeit gibt. Also Politik muss schon auch Bock machen. Ne? Also linke Politik muss sich natürlich ernst nehmen und sie muss irgendwie handlungsentschlossen sein und auch Erfolge zumindest versprechen. Ja? Aber man überzeugt ja Leute nicht, dauerhaft dabei zu bleiben durch Lustlosigkeit, also oder durch technokratische Ansätze. Also und gilt jetzt auch überhaupt nicht so, ich kenne die Linkspartei ja nicht in- und auswendig und in vielen Punkten auch gar nicht, aber zumindest für Außenstehende, und ich bin ja dann auch Außenstehender, erzeugt jetzt diese Partei gar nicht den Eindruck, dass das irgendwie Spaß macht, dort Politik zu machen. Das liegt natürlich dann auch irgendwie an so vielen Gründen. Aber ich glaube, das kann man vielleicht dann von manchen Bewegungen lernen, dass das Politik auch Lust machen muss. Man bringt Leute nicht durch Überschuld oder schlechtes Gewissen in die Politik. Hast du dann ein Beispiel? Also gibt es irgendwie eine linke Gruppierung, wo du das besonders, besonders stark siehst in den USA, wo das funktioniert? Also zum Beispiel war das so bei Occupy, dass sie diese Art von, das kann man aus ganz vielen Ebenen oder Perspektiven auch kritisieren, aber dass natürlich so viele so demokratische Praxis, irgendwie gemeinsames Singen, gemeinsames was auch immer, Kochen und Reden und so weiter, dass das ganz klar Teil dessen war. Die meisten linken Black Lives Matter Gruppen, also in den verschiedenen Städten, haben das als Elemente verankert, dass man sich irgendwie zusammentrifft zum Kochen und Quatschen und Tanzen und Singen und so. Also wenn ich irgendwo bei einem Protest und Leute singen, das ist auch nicht so meins, aber ich verstehe total, worum es geht. Ne? Ich verstehe schon so, was hier passiert. So. Und irgendwie dann ist es der schmale Grat zu so einem hippiesken irgendwie we sing for the sake of singing, aber ich weiß, es ist ja so offensichtlich, dass es darum geht, dass man Politik irgendwie als wirklich als Ganzes versteht, irgendwie in alle Gesellschaftsbereiche reichend und dementsprechend auch ist lustfreundlich und gestalten muss, ja. So, und zum Beispiel Sunrise fällt noch auf, die größte Klimabewegung oder wichtigste Klimabewegung, die gerade eine schwierige Zeit hat, so, also die kämpfen sehr auch mit sich selbst, aber die haben auch so, die haben das von Anfang an eingebaut in ihre politische Arbeit, dass man zusammen Spaß hat. Ja, und ich glaube, das ist, also ich glaube, gerade in Deutschland ist so, wie gesagt, also ich war noch nie auf einem linken Ortsverein treffen, aber so wie ich mir das vorstelle, wenn man da irgendwie hinkäme zum allerersten Mal, stelle ich mir das schon so vor, dass es nicht unbedingt zu einem zweiten Mal noch einlädt. Insofern, ich glaube, das ist tatsächlich für deutsche Politik irgendwie ziemlich radikaler Gedanke, der ihr aber wirklich gut tun würde, dass Politik machen und sich an Politik selbst beteiligen
auch wirklich Gemeinschaft schaffen kann und dabei nicht nur irgendwie wahnsinnig deprimierend oder frustrierend sein muss, weil man sich irgendwie ja mit Bürokratie und so weiter rumschlagen muss und mit Satzungsgedöns, sondern dass man tatsächlich auch eine Gemeinschaft dort finden kann, die einem dann auch vielleicht in anderen Lebensbereichen helfen kann. Ja. Deutlich wurde das ja auch in den Protesten und Ausschreitungen 2020 im Sommer nach dem Mord an George Floyd. Also darüber haben viele, die ganz aktiv waren und an vorderster Front, haben auch unglaublich tolle Texte geschrieben. Toby Haslett zum Beispiel, Magic Actions, war so ein Essay, der versucht hat zu fassen, was neben diesem ganzen Albtraum, der da passierte und dieser Gewalt von der Polizei und so weiter, es war Pandemie gerade noch neu und so, war das auch einfach eine Lust, war es auch lustvoll, ja, und war das irgendwie, war so, dass die Straßen einnehmen und gemeinsam irgendwie sich zu arrangieren, hat Spaß gemacht. Und ich glaube, genau, das ist zumindest im besten Fall ist das Teil von Politik. Mhm. Vielleicht noch, also eine Sache, auf die ich gerne noch eingehen würde, wo mich wirklich interessieren würde, was du jetzt auch vor dem Hintergrund des Buches, wie du das sehen würdest, ist, wir haben ja auch schon erwähnt jetzt hier im Gespräch, dass immer wieder Teile von rechten, rechtskonservativen Narrativen mit einiger Verzögerung dann auch hierher über den Teich nach Deutschland schwappen. Und manches zündet nicht so richtig. Also die Anti-Critical Race Theory Panik hat hier irgendwie nicht so richtig funktioniert, aus verschiedensten Faktoren. Aber wir haben ja schon gesagt, Cancel Culture, Wokeness, all diese Sachen finden sich ja auch in jedem deutschen Feuilleton, was man aufschlägt. Und eine Erzählung, der man dann häufiger begegnet, ist, ja, ihr redet immer über die Bedrohung von rechts, aber die Linken, die sind ja auch ganz radikal. Und dann werden gerne Black Lives Matter-Proteste erwähnt, die ja auch gerade jetzt, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt nur Fox News schaut, könnte man meinen, dass da die Straßen reihenweise in Brand gesteckt wurden. Das ist ja auch das Narrativ, mit dem die amerikanische Rechte geht, dass da irgendwie marodierende Horden plündernd durch die Gegend ziehen. Und ich glaube, wir haben ja auch schon wir haben gestern ja schon mal kurz gesprochen und da haben wir auch schon gesagt, man wird die Leute, die das dann erzählen, die diese Texte schreiben, aber was ist denn mit den von den Linken, die werden wir jetzt nicht überzeugen können. Aber was würdest du sagen, was ist aus progressiver Sicht oder aus linker Sicht, wie geht man damit um, wenn Leute einem davon erzählen, die das, was weiß ich, zum siebten Mal jetzt in der Zeit gelesen haben, in einem Kommentar? Weil sowas setzt sich ja schon fest. Also selbst wenn ich das gar nicht lese, wenn ich irgendwie nur 6 Überschriften sehe in verschiedenen Medien, was weiß ich, in der FAZ und so. Und dann lese ich immer von der Cancel Culture und von der Wokeness und von Sprachverboten. Dann habe ich das ja irgendwie im Hinterkopf, so nach dem Motto, das wird ja schon irgendwie was sein, sonst stünde es da ja nicht. Wie würdest du sagen, geht man damit aus progressiver Sicht am besten um? Ja, ich glaube, es berührt vieles, was wir schon besprochen haben. Einmal sich bewusst machen, welchen Zweck das ja auch erfüllt. Ne? Also, dass die Rechte das so vorantreibt, was dann manchmal Culture Wars als Culture Wars beschrieben wird oder so bestimmte, irgendwie die auf die linken Studentinnen in Kansas irgendwie sich beziehen, die ein Buch nicht mehr lesen wollen oder so. Was passierte, ist natürlich Ablenkung. Das ist darum geht. Also, und Ablenkung plus natürlich, man weiß, auf welche Ressentiments man da reproduzieren kann und zurückgreifen kann. Und das funktioniert leider sehr gut. Also ich glaube, wenn man sich klar macht, dass es eben erstmal auch eine Taktik ist, ja, das ist vielleicht ein Punkt. Und dann fällt mir da jetzt auch erstmal vor allem zu ein, natürlich so viele, also wenn man das die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen mit jemandem und wenn man in Konversation ist, dann lässt sich das, finde ich, auch oft so
einige haben, also korrigieren, nicht komplett. Ne? Man kann ja nicht eine Ideologie innerhalb von 10 Minuten irgendwie überwinden, aber man kann ja zumindest darauf hinweisen, und das ist mir dann auch so rund um die Buchveröffentlichung gegangen, wenn Leute dann über dieses Problem der US-Unis gesprochen haben, habe ich denen gesagt, was ich als Probleme sehe. Und wenn man denen dann, also so vielleicht ein bisschen snarky auch, aber wenn man denen dann klar macht, dass man eher das Problem sieht, dass 30 Millionen nicht krankenversichert sind, dass irgendwie jedes Jahr 1000 Menschen von der Polizei getötet werden, so, dann wird es natürlich auch für einen Professor in Leipzig, der mir irgendwie erzählt, dass die wahre Problem aus, also ich, das ist jetzt wirklich konkret passiert, deswegen komme ich auf Leipzig. Ja. Dann wird es natürlich fast ein bisschen lächerlich, wenn der mir dann von irgendwelchen Studenten erzählt. So, ne? Also wenn man sagt, es wird gerade irgendwie, es läuft darauf hinaus, dass die Wahlen nicht mehr so demokratisch abläufen. Also das Gespräch, Argumente und vielleicht sich klar machen, dass man, wie du, das hast du ja auch schon angedeutet, ne? Bestimmte Leute wird man nicht erreichen. Ja. Ich glaube, das gilt auch für diese, wie viele waren es, 75 Millionen, die Trump gewählt haben. Mhm. Kern dieser Masse wird man, glaube ich, jetzt nicht mehr, die werden ihr Leben lang rot, also dem Republikaner. Ja. Und aus verschiedenen Gründen, meistens ist es ja eine Mischung, das ist Familientradition, das ist pure Überzeugung, das ist Faulheit, das ist was auch immer, irgendwas ist es ja meistens dazwischen oder kombiniert. Und viel davon wird man nicht erreichen. Es gibt auch republikanische Wähler, die wechseln, es gibt Wechselwähler, und worüber wir schon gesprochen haben, es gibt die ganz viel größere Masse noch als von Nichtwählern. Und ich glaube, sich klar machen, mit wem man spricht, warum diese Narrative bemüht werden. Es ist natürlich total brutal, dass auch Korrespondenten aus den USA mitmachen. Ne? Also das ist natürlich manchmal wirklich zum Schreien, einfach so Dinge transportiert werden, die so wenig mit der Realität zu tun haben. Aber ja, es gibt da keine linke Strategie. Manchmal ist es ernstes Gespräch und manchmal ist es vielleicht auch lächerlich Machung, keine Ahnung. Ja. Wir haben jetzt hier noch zwei Fragen aus dem Publikum. Ich lese einfach mal vor. Eine lautet Stichwort Demokratieabbau. Wie soll die Linke für mehr Demokratie sorgen, wenn sie im Kern antidemokratisch, in Klammern marxistisch ist? Ja, okay, das ist jetzt schwierig zu beantworten, aber weil ich dem natürlich jetzt nicht zustimme. Ich glaube, ich würde natürlich gerne wissen, aber vielleicht können wir das ja auch zurückfragen, wen er damit meint. Also, oder er oder sie, weiß nicht, die Person. Wen die Person meint. Es gibt, ich versuche ja in dem Buch klarzumachen, es gibt nicht die Linke, es gibt ganz verschiedene Bewegungen und Gruppen und so weiter. Und ich könnte jetzt natürlich konkreter darauf eingehen. Manche sind marxistisch, viele aber auch nicht. Was er damit meint, antidemokratisch ist keine Gruppe, mit der ich spreche oder gesprochen habe, kein Aktivist, keine Aktivistin. Lässt sich das jetzt schwer... dann, also wie gesagt, gerne die Nachfrage schicken. Dann genau, auf wen sich die Person bezieht. Genau. Dann haben wir noch eine Frage. Ich weiß nicht so richtig, wie die Frage passt, aber sie wurde mir geschickt, deswegen stelle ich sie einfach mal. Welches Buch erklärt eurer Meinung nach den Aufstieg Trumps, also der amerikanischen Rechten, am besten? Dein Buch, Annika. Unter anderem dein Buch. Aber tatsächlich finde ich, also jetzt... Sag du, genau. Ich sollte natürlich gerne mein Buch kaufen, das möchte ich gar nicht von abhalten, aber ich finde gerade, was die quasi diese Koalition, die Trump an die Macht gebracht hat, aus der hart Rechtsextremen, also aus White Nationalists, White Supremacists und vor allem weißen Evangelikalen, finde ich Sarah Posners Unholy ein ganz hervorragendes Buch. Ich gucke gerade mal, was bei mir noch sonst so steht. Auch, ich würde vielleicht als ergänzenden Gedanken, dass sich Bücher, die sich schlau mit den letzten 40 Jahren neoliberaler Politik beschäftigt haben, dass die ein guter Hinweis sind. Also so
sehr ich manchmal mit George Packer nicht irgendwie einstimme. Er hat ein Buch geschrieben, das finde ich diese Jahrzehnte des neoliberaler Politik und Privatisierung und so weiter gut in die Abwicklung beschreibt. Also das ist, ich glaube, der kommt zu anderen Schlüssen, aber auf jeden Fall wird da sehr deutlich, was unter anderem passiert ist und wo die Demokratische Partei versagt hat. Also eins von vielen, das will ich jetzt gar nicht rausheben. Mir kam es gerade in den Sinn, weil es hier steht, aber ja. Ja, wir könnten hier jetzt natürlich sehr viel Buchwerbung machen für andere Bücher, aber wir sprechen ja heute über dein Buch. Und ich frage jetzt einfach mal ganz frech, also ist irgendwie eine Fortsetzung in Planung oder genug Stoff gäbe es ja mit Sicherheit? Ich weiß nicht, ob du darauf antworten darfst oder... Nee, aber es gibt nichts in Planung. Aber also Fortsetzung, glaube ich, in dem Fall wird es dann auch nicht geben, weil... Oder vielleicht in 10 Jahren, was ist draus geworden? Nee, aber ich glaube, das wäre zu langweilig. Also ich denke über habe Ideen für kommende Projekte, aber die sind so babyhaft, dass es jetzt nicht lohnt, darüber zu reden. Es ist natürlich, ich frage mich selbst, wie so in 10 Jahren dann die einzelnen Bewegungen, die ich da beschreibe, dann stehen. Ne? Ich habe zum Beispiel, als der Freitag so ein Interview gemacht hat mit mir, hat mir dann ein Kollege, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, aber hat ein Kollege mir dann erzählt, dass Jakob Augstein irgendwie nach diesem Interview gesagt hat, ja, interessant, was Hermsmeier da sagt, aber ist es naiv, daran zu glauben? Und ich also, woran? Also ich beschreibe ja nicht, dass die Linke kurz vor der Mehrheit ist, sondern ich beschreibe ja so eine Bewegung, Ideen, wie sich Leute organisieren, wären, woran sie denken, glauben, bla bla bla. Aber insofern ist so, wenn ich jetzt versprochen hätte in dem Buch oder versprechen würde, dass das und das passiert, ich glaube dann, das würde sehr, sehr wahrscheinlich schief gehen. Ja, es ist dringend zu vermeiden, in Büchern konkrete Vorhersagen zu machen. Ich weiß nicht, wie sehr du damit gerungen hast beim Schreiben. Ich finde das gerade, wenn man irgendwie über aktuelle Sachen schreibt, wie wir beide, ja manchmal sehr, sehr schwer, weil sich die Fragen natürlich aufdrängen. Ja. Ich versuche immer das zu beantworten, soweit das irgendwie möglich ist. Deswegen, also die Frage, die wir beide wahrscheinlich mit am häufigsten bekommen zu den Midterms, ist ja, wie geht's denn aus? Ja. Ja, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich wird es unangenehm, sage ich mal zumindest, wäre meine Einschätzung. Aber was mich noch interessieren würde, und das ist einfach nur so ein bisschen vor uns hingesponnen, du bist ja gerade erst von einem Roadtrip, quasi von einem Recherchetrip zurückgekehrt. Wenn du jetzt einen weiteren planen könntest, jetzt, du darfst dir jetzt aussuchen, wohin es geht, was würde dich, welche Ecke würde dich am meisten interessieren in Bezug auf linke, progressive Politik und warum? Also würdest du lieber quasi in das Roteste des Roten gehen und gucken, ob da irgendwie Fuß zu fassen ist, so ein bisschen wie in Ohio? Oder vielleicht was ganz anderes? Ja, das ist eine gute Frage. Also mein erster Gedanke, muss ich gestehen, ist, dass ich gerne mal in den Nordwesten reisen würde, weil ich da noch nie war. Ja. Ich war noch nie in Seattle oder Portland. Aber das hat jetzt, das beantwortet die Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Na, aber das ist ja schon auch eine ganz bestimmte Ecke, allein dadurch, was da jetzt nicht in Portland speziell, aber um Portland herum, da für politische Strukturen gibt. Das ist ja für White Supremacists so das ihr White Utopia, was sie da bauen. Deswegen ja auch die Antifa in Portland ganz anders aufgestellt ist, als das in anderen Städten der Fall ist. Das finde ich ein interessantes Beispiel. Und in Portland selbst gibt es auch eine der ältesten so explizit antifaschistischen Kollektive. Ich glaube, die nennen sich Portland Roses oder sowas. Muss ich mal kurz schauen. Also es gibt dadurch, wie du sagst, dass es so viele White Supremacist Gruppen dort gibt, hat sich in den letzten 20 Jahren auch eine Art von Widerstand, Antifa, gebildet. Also Portland wäre dann auch politisch natürlich total interessant. Aber lass mich mal ein bisschen überlegen, wohin ich eigentlich... Also ich habe mir schon, Ohio und Nevada, das war so, das hat mich interessiert. Gerade so Las Vegas, diese Stadt, die man ja nicht mit, deswegen bin ich dahin. Aber ja. Überlege ich nochmal. Ich überlege. Ja. Wir nochmal kurz bei Ohio bleiben, weil das finde ich
finde ich wirklich interessant. Das ist ja, also der aktuelle Stand des Rennens ist da, glaube ich, dass, wie gesagt, ich glaube, keiner von uns vertraut mehr Umfragen, dem, was Umfragen sagen nach den letzten Erfahrungen. Aber die Umfragen sind relativ eng beieinander. Ich glaube, Vance liegt einen Punkt vor Ryan, aber ändert sich irgendwie auch täglich. Wenn du auf den Veranstaltungen von Vance, auf denen du warst, wenn du dort mit Leuten gesprochen hast, wie stark war, also erstmal, wie war das überhaupt als Journalist? Hast du dich da als Journalist zu erkennen gegeben? Weil das ist ja auch nicht so ungefährlich mitunter. Und wie sehen diese Leute die Linken? Also triffst du da nur auf, das sind alles irgendwie Mitglieder eines satanischen Kabals, oder gibt es da quasi auch noch Leute, die, ich sage jetzt mal, zu erreichen sind, obwohl sie auf einer Vance-Rally sind? Also erstmal stelle ich mich immer als Journalist vor. Es hat manchmal den Vorteil zu sagen, dass man aus Deutschland kommt oder dass man für deutsche Medien schreibt, weil sie dann natürlich so die Vorteile, die es gibt gegenüber der New York Times oder liberalen, elitären Medien, die ich das dann nicht bedienen kann, weil sie natürlich das Medium nicht kennen, für das ich schreibe. Das ist manchmal dann so von Vorteil. Ich würde sagen, dass erstmal ist es total interessant, wenn man sich das demografisch anguckt, wer zu solchen Veranstaltungen, das sind dann manchmal so 50, manchmal 150 Leute, in den kleinen Dörfern kommt. Das sind, also 99% sind weiß, no surprise, in Ohio, aber es ist eher so die bürgerliche Mitte, ne? Also so, das sind jetzt keine Farmer oder auch keine Fabrikarbeiter, die da hinkommen. Insofern ist auch so dieses, hat sich ja jetzt auch zum Glück, glaube ich, in den letzten 6 Jahren ist es dabei, sich immer klarer zu werden, dass es nicht die White Working Class die einzige Basis war, sondern dass es die, dass es auch Menschen in reichen Vororten waren, die Republikaner dahin gebracht haben. Und das zeigt sich total in diesen, bei diesen Veranstaltungen. Das sind Leute, die in so eher so Middle-Management-Positionen sind. Ne? Wenn man die, ich frage immer natürlich, was die arbeiten, und das sind so eher so Computer und Tech und sowas. Also das nur so als Beobachtung. Die Leute, die dann zu so einer J.D. Vance explizit zu einer Veranstaltung gehen, die sind, glaube ich, nicht so schnell irgendwie von anderen Dingern zu überreden. Aber das ist ja auch gar nicht meine Aufgabe. Ich gehe da ja nicht mit der Intention hin. Ich frage die und will verstehen, wer da hingeht, warum, welche Narrative und Erzählungen funktionieren und was nicht. Und ich glaube, dass es viel, dass man zu diesen Veranstaltungen nicht muss, jetzt aus linker, aktivistischer Perspektive, um irgendwie was zu bewirken. Wer zu einem J.D. Vance in Ohio in Chillicothe jetzt, der weiß schon, was er macht. So. Aber es ist ja auch so, das sind ja nur, ist ja wirklich ein Bruchteil. Ja. Es sind ja so unglaublich viele Wähler, auch der Wählerinnen der Republikanischen Partei, die nicht so drauf sind. Insofern ist das dann aus dieser Perspektive, wo setzt man an für Veränderungen und Überzeugung und Sinneswandel, sind jetzt nicht diese Veranstaltungen. Und so, was erlebt man dann? Ja, also eine Frau, vielleicht 50, 60, kam so zu diesem Event und ballte so die Faust, hat fast Karikaturhaftes und meinte, let's get them and I can't stand them. Und also das war so gar nicht im Gespräch, sondern es war einfach so in die Luft gebrüllt. Das ging natürlich, und dann meinte irgendwann, November 8, meinte dann jemand anders. Also es hatte so wirklich fast von, aber das kennen wir jetzt auch alle. Wir haben ja 6 Jahre jetzt Trump-Rallies geguckt. Ja. Das hat ja manchmal was Karikaturhaftes. Aber das ist eben so die aktive Basis der Republikaner. Glaubst du denn, es ist sinnvoll, da gab es ja auch viel Diskussion auf linker Seite drüber, glaubst du, es ist sinnvoll, das zu tun, was Biden ja in seinen Reden getan hat, also zu unterscheiden in MAGA-Republikaner und Republikaner? Ich glaube schon, ja. Also, dass man zumindest, ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt dieses in Unterscheidung ganz konkret muss, aber dass man auf jeden Fall klar macht, dass es nicht den republikanischen Wähler gibt, Wählerin, das ist, glaube ich, total, total wichtig. Genau. Und dass man auch, also, man kann ja, also man kann Biden natürlich oder sollte ihm vorwerfen, dass er so Jahrzehnte diese Art von Versöhnungspolitik gemacht hat, die viel zu sehr das bedient hat. Eigentlich sind wir doch alle ein Amerika. Was natürlich unglaublich gewaltvoll als Erzählung schon ist, wenn man weiß, was in Amerika passiert.
Und gleichzeitig ist es, ist es die Herausforderung, natürlich die Türen nicht zuzumachen. Aber auch da wieder ist es, ich glaube, aus progressiver Perspektive ist es viel wichtiger, dass endlich Ressourcen in diese große Masse der Nichtwähler gesteckt wird. Dass man akzeptiert, dass ein großer Teil von Republikanern vermutlich ihr Leben lang das wählt. Aber dass das auch jetzt nicht der springende Punkt ist. Also das muss es nicht sein. Das heißt, würdest du sagen, der mit das größte Anliegen von linken progressiven Gruppen müsste im Moment sein, letzten Endes, dass, also abgesehen jetzt von aktivem Wahlkampf, den sie natürlich machen können, das demokratische Establishment, also die Parteizentristen quasi, die natürlich auch mit darüber bestimmen, welches Geld wohin geht, die davon zu überzeugen, dass es keinen Sinn macht, permanent zu versuchen, ja, Attacken von rechts nicht nur irgendwie abzufangen, sondern dieses Beschwichtigende? Oder Soll glaubst du ich es, ja? einen klitzekleinen Teil aus dem Schlusskapitel lesen, Ja. der genau darauf Bezug nimmt? Ja, auf jeden Und Fall. Das passt auch zeitlich gerade als hervorragend. Abschluss, genau. Ja. Und versprochen, es geht, das sind, glaube ich, 3, 4 Minuten, weil Zuhören vom Computer irgendwie auch eine Qual ist. Also genau, es ist der Schlussteil und ich glaube, es ist ein mir auch wichtiger Teil, der dann weitergeht, aber so als Idee des Buches. Jesse Alexander Myerson wusste am Tag nach der Wahl Trumps, dass er weg will. Eine Mischung aus Angst und Frust erzeugten diesen Drang, raus aus New York, sein Leben verändern. Das hört sich im Rückblick dramatisch an. Für ihn war es vor allem konsequent. Der 30-Jährige saß am 9. November 2016 abends in seiner Wohnung vor dem Laptop und überlegte, wie er dieses Vorhaben umsetzen könnte. Also wandte er sich an seine Freundinnen und Bekannten. Myerson verfasste einen Beitrag auf Facebook, in dem er fragte, ob es eine Organisation im Rust Belt gäbe, die einen Job für ihn hat. Nicht irgendein Job natürlich, einer, bei dem es darum geht, die, Zitat, weiße Arbeiterinnenklasse für den Sozialismus und Black Liberation zu begeistern, wie er schrieb. Der Marxist Myerson, Stichwort Marxismus, war die Partys in Brooklyn Light, in denen über verschiedene Interpretationen des Marxismus diskutiert wird. Nach all den Jahren als Organizer hatte er das Gefühl, woanders besser aufgehoben zu sein. Die Entscheidung, seine Heimat zu verlassen, war persönlich und spontan keine Heldentat, sondern der Versuch, im Kollektiv etwas auf lange Sicht zu verändern. Es dauerte nicht lang, bis sich ein entscheidender Kontakt ergab. Eine Organiserin aus der Stadt Bloomington in Indiana fragte Myerson, ob er mit ihr vor Ort eine neue Graswurzelorganisation aufbauen möchte. Indiana war einer der Bundesstaaten, die Obama 2008 gewonnen hatte, in denen Sanders 2016 in den Vorwahlen vor Clinton stand, die am Ende aber an Trump ging. Ein Staat, in dem die großen Krisen der amerikanischen Gesellschaft fest in den Alltag der Menschen geknotet waren und immer noch sind. Die zunehmende Armut, die Opioid-Epidemie, der Verfall der öffentlichen Infrastrukturen, vieles mehr. Als Myerson dieses Angebot bekam, zögerte er nicht lang. Es war genau die Art Projekt, die ihm vorschwebte. Im Frühjahr 2017 schließlich packte er seine Klamotten und zog nach Bloomington. Wenig später ging Hoosier Action an den Start. Ziel der Organisation ist es, eine progressive Basis im ländlichen Indiana aufzubauen, so den Bedingungen entgegenzuwirken, unter denen jemand wie Trump Erfolg hat. Jesse und ich kannten uns damals nicht gut, aber ich bewunderte diese Entscheidung aus der Distanz ungemein. Es wirkte auf mich fast irritierend selbstlos, so resolut war dieser Schritt. Anders als ich war Jesse schon als Jugendlicher an linker Politik interessiert. Er protestierte in der Highschool gegen den Irakkrieg, warf sich in politische Kampagnen, nahm an Occupy teil und arbeitete einige Jahre für die Gewerkschaft der KrankenpflegerInnen. Anders als ich sah sich Jesse früher selbst als politischen Akteur, als jemand, der die Dinge zwar auch als Autor beschreiben, sie aber vor allem gestalten will. Für ihn und seine Familie, jüdische KommunistInnen, war die Wahl Trumps eine einzige Verheerung und mehr. Es war die Verpflichtung, etwas zu tun. Warum ich von Jesse an dieser Stelle erzähle? Gerade mal 10 Jahre liegt es zurück, dass er über den Zuccotti Park lief und, elektrisiert von der Occupy-Energie, zum ersten Mal in seinem Leben die konkrete Hoffnung verspürte, dass eine radikal andere Politik möglich ist. Dieses Gefühl, das sein Leben verändern sollte, entstand weder durch irgendein Wahlergebnis, noch durch ein neues Gesetz oder die mitreißende Rede eines Politikers. Es entstand dadurch, dass er von ganz verschiedenen Menschen umgeben war, mit denen er gemeinsam überlegte, was für eine Welt sie eigentlich wollen. Die politische Landschaft hat sich seit Occupy grundlegend verändert. Und so wie Jesse Graswurzelorganizing im ländlichen Indiana und Gewerkschaftsarbeit in New York als ein zusammenhängendes Projekt begreift,
wie er sich zwischen Protest und Wahlpolitik bewegt, wie er Sozialismus als antirassistisches Projekt verfolgt. So haben sich Millionen anderer AmerikanerInnen in den vergangenen Jahren aufgemacht, um an verschiedenen Fronten mit unterschiedlichen Methoden für eine neue Politik zu kämpfen. Immer mehr Menschen in diesem Land wollen etwas, von dem sie wissen, dass es möglich ist, ein selbstbestimmtes Leben in einer gerechten Gesellschaft. Und immer mehr Menschen sind dabei, Macht von unten aufzubauen, um diese Ziele zu erreichen. That's it. Ein kleiner Ausschnitt. Und ein Fünkchen Hoffnung, mit dem wir dann auch auf die Minute pünktlich am Ende unserer Veranstaltung angelangt sind. Und ich glaube, diesen Funken Hoffnung können wir alle ganz gut gebrauchen, wenn wir jetzt auf die Midterms zugehen, und nehmen ihn hoffentlich alle mit. Deswegen herzlichen Dank an alle, die heute zugeschaut haben. Danke an Lukas für das spannende Gespräch, an die Petra Kelly Stiftung und das Amerika-Haus für die Einladung. Und von meiner Seite aus wünsche ich Ihnen allen und euch allen einen schönen Abend. Ja, vielen Dank auch von mir. Vielen Dank, Annika, und die Organisation und an alle Zuschauer, Zuschauerinnen natürlich.